Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Odyssey. Oh, der ist da komplett runter oder was? Egal. Und da läuft auch noch so einer, den ich nicht entdeckt habe. Das kriegen wir schon alles hin. Eine Fresse, das können wir mit R einfach mal alle durchhauen. Hat ja auch nicht viel gebracht. Knapp an der Statue, ey. Holy shit. Den snack ich mir dann noch. Der Dicke hat aber was ausgehalten gerade. Oh, mit dem Schätzeplündern könnte das noch schwer werden hier. Aber die See habe ich auch. Da unten ist noch eine. Shit. Oh, lol, noch weiter unten. Okay, da muss ich ja doch am Ende mal gucken. Mist. Blöd, dass ich runtergesprungen bin, ich Idiot. Klettern wir aber hier hoch. 1, 2, 3. Ja, das wird die 6. sein. Lass ich hier rüber. Yeah.
Oh shit. So, jetzt. Also das war jetzt schon echt zu leicht, die gerade wegzuhauen. Unten ist das Feuer. So, falls hier einer dran gehen sollte, das manipuliert. Weg mit dir. So. Bevor ihr irgendwer zu Hilfe kommen kann, töte ich lieber alle. Ja, ich kann euch wohl doch entwischen. Er guckt die Wand an. Das haben wir.
Toll, die wandert. Ja, oder die wandert. Atalante, die Jägerin. Ja, toll. Die war übel easy. Ah, komm. So, zur Hermes zurückkehren. So, jetzt kann ich mich teleportieren. Alter. Ja. Wir sollten nicht entdeckt werden. Naja, entdeckt wurden wir. Wir haben aber alle getötet, also. Der Einfluss ist halt mega runtergegangen. Wir müssen die Formel zurückholen. Wo wir davon sprechen? Hier. Du hast diesem Reich Schlimmes erspart. Doch sag mir, wurdest du entdeckt? Natürlich nicht. Aber Hermes... Ach, gut. Es darf keine Vergeltung geben. Ich behalte die zerrissenen Seiten. Wenn es zur Rebellion kommt, könnte diese Macht das ganze Elysion in Brand stecken. Vielleicht hast du recht. Schwöre mir nur, dass du dieses Geheimnis mit deinem Leben beschützt. Dann kann ich sicher somit sein, hat sie dass nicht Persephone nie erreicht. Persephone nicht gekriegt. Hermes, es steht schlimmer um das Elysion, als du glaubst. Die Rebellen formieren sich und sind kampfbereit. Der Krieg naht. Wir müssen die Mächte hinter diesem Chaos vernichten. Kämpfen wir für Persephone. Du sorgst dich so sehr um Persephone, dass du nicht siehst, in welcher Gefahr du schwebst. Du hast die Formel aus den Händen der Sterblichen gerettet und wurdest nicht gesehen. Wir sind im Vorteil. Nun müssen wir zuschlagen. Beruhige dich, Hermes. Du befindest dich nicht auf dem Rachepfad. Aber vielleicht bald. Diese sogenannten Anführer bringen mit ihren Streitkräften Chaos in dieses Reich. Zeigen wir ihnen, was Chaos bedeutet. Ist es so eine Entscheidungssache, ob wir jetzt Hermes beistehen und Persephone oder ob wir Persephone stürzen und haben sie ja eh schon angelogen? Als du mich gebeten hast zu stehlen, ging es um Diebe. Du bist kein Mörder, Hermes. Du hast mich wie einen Narren dastehen lassen, als ich dich zu Kyros sandte. Doch ich kann noch immer meinen Wert beweisen. Ich sagte ja, ein kleiner Umweg. Das spielt keine Rolle. Bitte, ich flehe dich an. Hilf mir, ihr zu helfen. Glaubst du, deine Hingabe zu Persephone gibt dir ein Recht auf ihre Liebe? So ist es nicht. Sie wird dich nie lieben, Hermes. Und noch so viele Tote werden das nicht ändern. Genug!
Na, klasse. Mich nicht. Dankt mir lieber, dass ich euch beide aufgehalten habe, bevor es zu spät war. Das ist noch nicht vorbei. Beruhigt euch, alle beide. Ihr habt noch Aufgaben, die ihr erfüllen müsst. Begrabt den Streit und erfüllt sie. Okay, ein kurzer Kampf gegen Hermes. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war oder ob das schlecht war. Okay, wo kann ich denn? Wie sieht's denn aus? Okay. Sprich mit Adonis. Na, ist das der hier, ne? Ist halt immer die Frage, wo hier noch Gegner sind. Aber gehen wir mal zu Adonis. Come on. Der wird sicher noch einige Sachen wissen. Wir haben drei Dinge, also drei Fähigkeitspunkte, die könnte ich auch mal verwenden. Fähigkeiten. Was gab's für Attentäter? Adrenalinball, Attentatschaden, Schwertschaden, Durchschaden, 0,8. Weil. Warum nicht? So. Ach ja. Ja, ruhig die andere Quest hier mal klicken. Hier.
bisschen Adrenalin noch aufsammeln. LOL! Dein schon zerstörtes Ding. Habe ich mich jetzt bemüht oder was? Und los. Meine Fresse. Na los, komm. Lass das Ding zum Hof teleportieren. Wir sind schon Stufe 57, ey, wow. Das ist schon echt krank. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level gerade mal meine Waffen sind. Pierre! 4800! Alles verkaufen, was geht hier, ey. Dann auf Wiedersehen. So. Das war einmal zu viel. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt alles einmal auf Stufe 57 geupdatet. Damit sollten wir etwas kampffähiger noch sein und noch ein bisschen mehr Schaden verteilen. So. Den Aussichtspunkt hier. Dem Rebellengipfel. Ab 4800 hatte der. Das ist einmal perfekt, um die ganze Ausrüstung zu machen, ey. War 50.000 ausgegeben. Ist klar. Oh lol. Ich würde auch sagen, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.